Gerade wer viel sitzt, sollte bewegliche Hüftgelenke haben bzw. seine Hüftgelenksbeweglichkeit erhalten, noch besser diese zu verbessern. Und zwar gibt es da verschiedene Übungen. Die ist relativ einfach, da kann man sich schön steigern. Die Füße mindestens schulterbreit auseinanderstellen, besser weiter auseinander. Aufrecht sitzen, hinten abstützen und dann versuchen, links und rechts die Knie bis auf den Boden zu bringen. Da muss man aufpassen, dass man nicht weiter nach hinten rutscht, sondern die Füße immer schön dicht am Po lassen. Und an Steigerung von hier aus kann man dann versuchen, ohne Arme das Ganze durchzuführen. Und als weitere Steigerung drücken wir uns hoch, beim vorderen Bein den Fuß strecken, über das Schienbein nach vorne oben rollen, Po kneifen, anheben, Po kneifen, Hüfte strecken, absetzen, zur anderen Seite, hier hoch. Eignet sich gut als Übung zum Aufwärmen oder zwischendurch. Als Steigerung kann man noch eine oder zwei Kettlebells oder Kurzhanteln hier halten, dass man da entsprechend neben der Beweglichkeit noch die Kraftkomponente mit hinzubekommt.